Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück bei mir. Super Gaming Son EP und so. Im Hintergrund seht ihr ein kleines, aber feines Team Deathmatch von Far Cry 3 auf irgendeiner schönen Map. Ich finde die Maps eigentlich ganz gut gelungen bei Far Cry. Also auch die Spielmodi sind richtig cool. Da gibt es halt so ein Spielmodi namens Kriegszone, was so ähnlich ist wie Herrschaft. Und noch einen anderen Modus, den Namen fällt mir nur gerade nicht an. Da muss man halt so brennende Fässer, nee, so Fässer anzünden. Also so die ganzen Lager der Piraten oder der Rakia-Krieger. Gibt es ja nur die beiden Fraktionen. Und man muss da halt die ganzen Sachen erobern. Eigentlich, ja, wie kann man es vergleichen? So COD-Spieler vielleicht mit Suchen, Zerstören ist nicht so. Saboteur oder sowas oder Sprengkommando, so ähnlich. So einfach, man muss Sachen anzünden und die anderen müssen die entschärfen, sozusagen. So genau weiß ich es auch nicht, wie das jetzt alles so erklären soll. Es gibt ja auch Killstreaks, es gibt, ich weiß nicht, bei wie vielen Kills das ist, ich glaube bei 4 gibt es den Speer, das ist sozusagen eine, ein Spionageflugzeug, also eine Drohne, eine UAV, wie man das so im Englischen sagt. Und auf, ich weiß gar nicht, wie viele Kills das braucht, dann kommt auf jeden Fall. Was ich aber hier auch nicht erreicht, auch noch nie erreicht habe, bis jetzt ist ein Giftgas, wovon ich auch, glaube ich, vorhin gestorben bin. Und das letzte ist, glaube ich, so ein, ja, so eine Art, was ist das letzte? Habe ich auch noch nie gesehen, was das ist. Das soll an, ich denke mal, das ist so ein, eine Art Explosion, dass man da so irgendwo, ach ja, man kann da genau. Man kann, das ist so zu sagen wie eine Predator-Rakete bei Black Ops 2, wo man da so auswählen kann, wo die hinzielt und wo das dann einschlagen soll. Genau, das kann man dann so zoomen in die Map rein und dann kann man dann da so ein bisschen was machen, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich das, euch das alles erklären soll, weil ich habe jetzt auch kein Video dazu, weil das hatte ich einfach so mal gespielt. Das ist halt hier genau, hier seht ihr dies mit dem Giftgas. Das ist halt eigentlich, hat man da, ja, man hat eine Chance, wenn man sich besser anstellt, dann hat man auf jeden Fall eine Chance, davon wegzukommen. Ansonsten hat man halt Pech gehabt und man wird direkt davon vergiftet und hat keine Chance, da irgendwie rauszukommen, wenn man zu langsam reagiert. Wie ich da so ein bisschen langsam reagiert habe. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt auch ein bisschen gleich wieder Far Cry 3 Multiplayer spielen. Zum Singleplayer kann ich euch eins sagen. Für mich ist das eine klare Kaufempfehlung. Also, ich spreche hier eine klare Kaufempfehlung aus, sozusagen. Multiplayer finde ich gut gemacht. Ist auf jeden Fall besser als beim zweiten Teil. Und der Singleplayer ist einfach von der Story her bis jetzt der beste Shooter, den ich je gespielt habe. Weil es ist nicht so wie COD, es ist auch nicht mehr so wie Far Cry 2. Es ist eigentlich sogar eher so wie Far Cry 1, nur eben die Grafik ist besser, die Story ist glaubwürdiger, man hat halt einen glaubwürdigen Protagonisten, also eine Hauptperson, die man da spielt und man kann sich auch wirklich da hineinversetzen, weil es ist halt aus einer, sozusagen, eine Pussy entsteht ein richtiger Kerl. So kann man das, glaube ich, so ein bisschen definieren. Und halt aus normalen Typen entsteht dann so ein Krieger, der hat na von nachher nichts mehr zurückschreckt. Ich bin auch schon fast durch mit dem Spiel. Hat eine lange Story, wenn man wirklich jeden einzelnen Außenposten einnimmt. Was so ähnlich gemacht ist wie mit Assassin's Creed. Wie bei Assassin's Creed, Entschuldigung. Oder man nimmt Außenposten, also man Außentürme, Außenposten da. Diese Außenposten kann man ja auch bei Far kennt man ja auch schon von Far Cry 2, wenn man die eingenommen hat. Sollten ja angeblich keine feindlichen Gegner mehr auftauchen, was dann nachher trotzdem passiert ist. Und bei Far Cry 3 ist es so, ihr nehmt die Dinger ein und die Dinger bleiben auch eingenommen. Also ihr könnt dann Schnellreisen hinmachen und auch Waffen kaufen. Und auch Sachen, nee, Sachen verkaufen glaube ich nicht. Ich weiß nur von Waffen kaufen. Also verkaufen habe ich jetzt nichts von gesehen, dass ihr das in Außenposten machen könnt. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Zur Grafik braucht man nicht wirklich viel sagen. Ist natürlich sehr gut. Besser als, ja, besser als Battlefield 3, ja doch. Ich glaube schon von der ganzen Größe, von der Fläche her, was man da erkunden kann und alles, macht schon vieles aus. Aber dazu, das war's jetzt dazu. Vor 2 Wochen habe ich ja so ein kleines Video hochgeladen. Was heißt, ja, Video will ich jetzt nicht wirklich bezeichnen, es hat so eine Schrift, dass ich mit YouTube aufhören werde. Das lag daran, dass ich wirklich keine Motivation hatte, irgendwie mich hier hinzusetzen, hier zu labern. Ich saß da wirklich zu Hause, weil es lag halt irgendwie daran, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr hatte. Kaum einer hat mehr die Videos geguckt. Okay, ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Aber ich habe mich dann abgefunden.
dass nicht wirklich viele die Videos gucken. Ich muss auch ehrlich sagen, es liegt ja auch so daran, dass momentan YouTube überflutet wird mit Videos zu Assassin's Creed 3, zu allen anderen Sachen. Ich bin nochmal gespannt, ob das Video auch geguckt wird. Es lag wirklich daran, dass ich wirklich keine Motivation hatte, die jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Dadurch, dass ich jetzt ein paar kleine Erfolgserlebnisse in meinem Leben hatte, halt ein Vorstellungsgespräch, Eignungstest und ein bisschen was anerkannt wird, sagen wir es mal so. Schule läuft jetzt auch besser, von daher kann man auch wieder mit YouTube ein bisschen weitermachen. Hey, warum bin ich jetzt da gestorben? Weiß ich nicht. Ich gucke mir das Video jetzt auch erst zum ersten Mal an, nachdem ich es aufgenommen hatte, was schon ein bisschen her ist, weil ich da an dem Tag ziemlich viele Videos aufgenommen hatte, um zu gucken, ja, wie ist Far Cry 3 überhaupt und wie ist die Performance, wenn man mit Fraps aufnimmt. Weil bei anderen Spielen ist es zum Beispiel bei Splinter Cell so, dass Splinter Cell total abkackt, wenn man Fraps anmacht. Und bei Far Cry 3 war es am Anfang auch so, aber das lag irgendwie daran, dass Uplay nicht mit meiner Internetverbindung klargekommen ist. Ich habe ja eine 100.000er Leitung, aber irgendwie meinte Uplay so, ich habe kein Internet zur Verfügung oder ich weiß eigentlich, was da los war. Weil mit anderen Diensten konnte ich rein, wie zum Beispiel Steam, aber Uplay meinte so, nee, nee, du willst aufnehmen, geht nicht. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall könnt ihr auch eure Teammates heilen, nur um ein bisschen zu Far Cry 3 noch ein bisschen zu sagen. Aber ihr könnt ihn nur einmal heilen. Heißt, wenn wir das zweite Mal sterben, na, halt angeschossen werden und dabei dann am Boden liegen, könnt ihr dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geholfen werde hier. Jetzt hier so, ne? Und meine Teammates wieder total für den Arsch sind. Ja, man hat am Anfang nur zwei Standardwaffen, die auch mal auch im Singleplayer hat. Zum Beispiel die AK-47, die hier im Multiplayer wirklich besser ist als im Singleplayer. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und die, boah, wie heißt sie denn? Die STGK oder so, die gefällt mir nicht so ganz, weil die, na, man hat nur dieses Reflexvisier am Anfang und nicht dieses Rohpunktvisier, was schon bei weitem besser ist. Aber wie ihr seht, ne, bringt mir auch nichts, ich ziehe trotzdem daneben. Nur so zur Information, ich bin halt eher ein Konsolenspieler und nicht so PC, ist nicht so meins. Könnte ich auch bei Battlefield 3, das ist also gar nicht, geht gar nicht. Hier habe ich wenigstens positiv, ziemlich gut sogar. Ich habe momentan im Online-Modus eine 0,91er KD, glaube ich. Oder eine 1er, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, nach dem Gameplay hatte ich eine 1er KD. Naja, ist auch egal. Ich weiß nicht mal, was ich noch sagen soll. Ja, ich kann noch was zu War to Master Assassin sagen. Das wird natürlich weitergeführt. Haben ja jetzt momentan 30 Leute geguckt. Am Wochenende oder ich weiß nicht, wann ich die nächste Folge machen werde. Ich kam eigentlich noch nicht dazu, neue Folge aufzunehmen, da bei mir ja Assassin's Creed 3 im Multiplayer immer ein bisschen die Aufnahme abhanden gekommen ist und nicht so ganz optimal mit der Qualität, war ich nicht ganz zufrieden, was so dieses Programm wieder gemacht hat, ich weiß es nicht. Also manchmal ist mir das schon so ein kleines Rätsel, wie so Sony Vegas oder andere Programme, Sony Movie Studio und sowas, die Daten ein oder die Dateien so schlecht verarbeiten. Manchmal ist die Aufnahme ganz gut, hat eine super Qualität, man erkennt alles und dann packt man das bei Sony Vegas ein. Ich rendere das auf 1080 mal 1900 oder 1280 mal 720, also auf HD-Qualität und kommt dann so ein Geschwemme raus und das ist schon ein bisschen nervig, dass die Qualität doch schon sehr viel darunter leidet. Ist mir auch ehrlich gesagt so ein kleines, klitzekleines Rätsel. Ja, ich werde jetzt gleich auch noch mit einem Kollegen ein bisschen Far Cry 3 zocken. Mal gucken, ob ich da was aufnehmen kann. Ja, hier wurde ich direkt gepeinigt. So eine Scheiße. Ja, man kann das auch machen. Man kann entweder Gnade oder halt eine Strafe machen. Hier habe ich, glaube ich, Gnade bekommen. Ja, der Typ ist aus dem Spiel gegangen. Deswegen dauert es hier jetzt ein bisschen, bis er mir die Wasserflasche gibt, genau. Finde ich ganz cool gemacht, da hat man so eine gewisse Freiheit, die auch im Far Cry 3 aufkommt. Und damit will ich dann mal sagen, bis zum nächsten Video, ja? Und haut rein. Ciao. Wo ist denn? Da. Hä?